Herr Graf, wir haben es erfahren, die Fairfood-Initiative ist am Ständemeer gescheitert. Wie geht es Ihnen jetzt nach dem Ergebnis? Oder mit dem Ergebnis? Ja, also wir bedauern das natürlich. Wenn ich mir sage, meine ich das auch für das breite Komitee, die Allianz, wo wirklich fast 60 Organisationen jetzt dabei sind, von der Landwirtschaft über Konsumentenschutz, Tierschutz, Entwicklungszusammenarbeit bis zu kirchlichen Hilfswerken und Gewerkschaften. Wir bedauern es. Wir müssen aber feststellen, dass die Anliegen von der Initiative, dass man wirklich will, faire Lebensmittel fördern, nicht bestritten gewesen sind. Mhm. Und dass natürlich auf der anderen Seite gerade der Bundesrat gesagt hat, dass eigentlich zwei wichtige Anliegen von der Fairfood die Initiative schon in der Verfassung war, wo Ernährungssicherheit, die vor einem Jahr angenommen worden ist. Und dort werden wir jetzt die Gegner bei Wort nehmen, nämlich dass man wirklich faire Handelsbeziehungen pflegt, respektive vor allem keinen schrankenlosen Freihandel, Nachhaltigkeitskriterien müssen dort wirklich umgesetzt werden und eine bessere Deklaration ist auch nicht bestritten worden, auch mehr Tierwohl und natürlich die regionale Landwirtschaft fördern, als man das jetzt halt macht ohne Verfassungsartikel. Ab das jetzt, und dort wird auch die Allianz dran bleiben, dass das jetzt im Parlament auch zum Thema wird. Jetzt könnte man ja auch sagen, mit der Annahme des Gegenvorschlags zur Ernährungssicherheitsinitiative vor einem Jahr ist die Grundlage schon geschaffen worden, wenigstens wenn man am Bundesrat glaubt. Haben Sie denn das letzte Jahr nur leeres Stroh getroschen? Nein, ganz sicher nicht. Die Initiative, die Fairfood-Initiative hat es gebraucht, um genau den Druck aufrechtzuerhalten. Weil was wir haben müssen feststellen nach der Volksabstimmung letztes Jahr ist, dass der Bundesrat in der Gesamtschau Agrarpolitik aufzeigt, dass es gar nicht umsetzen will. Dass er eigentlich schrankenlosen Freihandel will, auf Kosten natürlich von den Bauern und der Nachhaltigkeit in den Ländern, aber selbstverständlich auch auf Kosten von unseren Bauern hier, die mit billigen Bauernfamilien oder mit Billigimport zu kämpfen haben. Mhm. Und von dem her hat es die Fairfood-Initiative gebraucht. Auch jetzt, ich denke, die Allianz, die wird auch jetzt eben darauf schauen, dass der Bundesrat seine Aufgaben hier jetzt wahrnimmt und sein Versprechen einhaltet und die bei diesen Freihandelsabkommen wirklich die Nachhaltigkeitskriterien mit einbaut. Jetzt hat es ja ein bürgerliches Gegenkomitee gegeben, beziehungsweise ein grosses Gegenkomitee, das die Fairfood-Initiative abgelehnt hat. Was ist Ihnen durch den Kopf, wo Sie erfahren haben, wie viele bürgerliche Parlamentarier das in diesem Komitee mittun? Also gut, es ist natürlich sehr schade, dass die Landwirtschaft und vor allem jetzt auch ein Teil von der Landwirtschaft, weil ein grosser Teil hat es ja erkannt, das muss man auch sagen, die ganze Westschweiz war bei uns im Komitee, Bäuerinnen und Landfrauen, die Schweizerischen, haben erkannt, das ist eine riesige Chance, die Fairfood-Initiative für die Schweizer Landwirtschaft, weil sie nämlich auf der einen Seite die regionale Landwirtschaft will fördern, regionale Lebensmittel, dass sie eine Wertschöpfung erhöht und dass sie nicht will, dass eigentlich die durch billigste Import das ständig ein Öko- und Sozialdumping stattfindet. Darum ja, ist es eigentlich nicht so verständlich gewesen, aber ich denke, da haben natürlich die Wirtschaftsverbände auch recht gewirkt. Und schade, ja, auch die unsägliche Diskussion über Preis, gerade wenn man sieht, was für Margen da vor allem Importeure haben. Aber wie gesagt, wir bleiben auch dran bei diesen Themen. Mhm. Jetzt haben Sie es vorher bei einer Verdankung von Ihren Unterstützern auch angetönt, dass die Globalisierung der Lebensmittelwirtschaft von Ihnen sehr stark betrachtet und auch kritisch angeschaut wird. Der Bundesrat hat ein Stück weit darauf reagiert und nachhaltige Handels, also Kapitel über nachhaltigen Handel mit Mercosur angekündigt. Wo werden Sie ganz genau heranschauen? Was ist Ihnen wichtig? Mhm. Wir haben ja heute in unserem Landwirtschaft und Ernährungssystem setzen wir auf Nachhaltigkeit und Qualität. Was aber die grosse Problematik ist, dass wir im Ernährungsbereich keine Nachhaltigkeits- und Qualitäts- und Fairnessstrategie haben für die importierten Lebensmittel. Und die machen ja fast 50% aus. Und wenn man dann noch weiss, dass ein Drittel von unserem ökologischen Fußabdruck bei Ernährung und Landwirtschaft
trifft und zwei Drittel wir einfach im Ausland deponieren, auf Kosten eben von anderen, von Mensch, Tier und Umwelt, haben wir dort Aufgaben nicht gemacht. Die Fairfood-Initiative hat Instrumente in die Hand gegeben. Und das heisst, wir haben dort heute einen Zielkonflikt, weil wir auf der einen Seite wissen, wir müssen das Klimaabkommen von Paris umsetzen. Wir haben die UNO-Agenda 2030, wo die Ernährung und die Landwirtschaft ein grosses Thema ist. Und wir haben auf der anderen Seite aber keine Strategie, wie wir im Lebensmittelbereich bei den Import die Nachhaltigkeits- und Qualitätsstrategie eigentlich umsetzt. Das hat Fairfood gegeben, das ist noch wie vor offen. Und die globale Dimension ist einfach gesagt, es ist prekär, weil industrielle Landwirtschaft ist, geht auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt. Sie macht den Süden ärmer, zwar durch Norden Setter, aber auf eine sehr ungesunde Art, nämlich eben auf Kosten von Tieren, auf Kosten von Umweltschäden und auf Kosten vor allem von Bauernfamilien, die immer weniger verdienen und eigentlich hier in eine unglaubliche Situation reinkommen. Und ich denke, diesen Aspekt haben wir im heutigen Tag haben wir eigentlich die riesen Chancen verpasst. Gleichzeitig ist Ihnen jetzt auch das Argument entgangen, um zu sagen, es hätte ein starkes Signal gegeben, weil die Ablehnung ist relativ klar gewesen. Hat Sie das überrascht? Mir hat es überrascht, die Höhe. Gefreut hat uns natürlich die Zustimmung in der Westschweiz, wo wir auch feststellen müssen, dort ist das Bewusstsein, dass wir, eben, wenn wir essen oder Essen kaufen, dass das zum Teil auch ein politischer Akt ist, dass wir mit dem eben beeinflussen, was wir kaufen, wie es produziert wird vor Ort, dass dieses Bewusstsein wirklich in der Westschweiz viel, viel mehr verankert ist. Und wie wollen Sie das jetzt in die Deutschschweiz exportieren? Ich denke, wir haben in der Deutschschweiz eigentlich schon einen Teil voll gehabt, weil wir haben jetzt die letzten Monate haben wir mit der Bevölkerung genau über die Themen geredet. Das ist ganz wichtig und es wird weitergehen, weil das Thema wird uns auch weiterverfolgen. Gerade im Zusammenhang mit den globalen Schäden, die das heutige industrielle Lebensmittel- und Landwirtschaftssystem anrichtet.